Oh, 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 leck, das ist gerade ganz schlecht. Sie kamen wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot. Woo! Wir stehen für immer in ihrer Schule. Mal eben kurz hingeköpft. Ich muss meine Schwester in Sicherheit. Oh, verdammt. Doch vorher möchte ich Ihnen noch danken. Es gibt einen Tresor in der Schule. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Und viel Glück. Ja, das hat es Skill, ne? Schön ranrutschen, Hinterhofschüssel und ein Dings. So, was gibt's hier für Aktualisierungen? Die Kombination des Tresors in der Schlafbaracke ist 203. Kräfte, wie viele Runen habe ich denn? 3 Runen habe ich. Tödlicher Schwarm könnte ich mir holen. Oder Windstoß. Windstoß ist auch geil. Sehr mächtiger Wind, der Gegner töten kann, indem er sie vor Wänden geschleudert werden und außerdem Türen zerschmettert. Ah... Das ist natürlich... Beherrschung wäre natürlich richtig geil. Zeit verlangsamen, ja, wäre auch ganz cool. Tödlicher Schwarm will ich auf jeden Fall auch haben. Die Frage ist nur, was soll ich mir zuerst? Schattenangriff ist auch geil. Beweglichkeit normal, auch geil. Vitalität ist natürlich auch Gesundheitsregeneration. Och, Mann. So, ich würde sagen, Beherrschung oder tödlicher Schwarm für den Anfang. Oder Windstoß. Och, Mensch. Verzerrt außerdem Leichen ist natürlich... Oh. Mana-Verbrauch hoch. Ja. Sehr hoch. Das sind alles hier die Fetten. Die haben natürlich keinen Mana-Verbrauch, sind aber auch passiv. Ja... Das ist immer so eine Entscheidung jetzt. Womit fange ich an? Ich glaube, ich hole mir mal den tödlichen Schwarm. Das klingt geil. Der Tod von jeweils das nächste Lebewesen angab. Gut. Tödlicher Schwarm. Jawohl. Ich will den tödlichen Schwarm haben. Eine Granate. Oh, ich hab Granaten voll. Geil. Jetzt komme ich wahrscheinlich an die Rune erst ran. Oh, ey. Ehrlich mal. Zuschiffer Samuel? Nee. Rune, Knochenartefakt. Noch ein Artefakt. Oh, verdammt. Oh, fuck. Alter! Ja, Marsch, was? Drecksköter! Ah. Bam, bam! Alter! Mistvieh! Leck. Okay. Das glaube ich sogar. Ah. Oh, verdammt, eine Falle. Darauf hätte ich... Hätte ich auch sehen können müssen eigentlich. So, Ratten ohne Ende da unten. Das gefällt mir ja nicht.
Alter Schwede, aber richtig viele. Mehr Werkzeug. Trevor, wir werden noch eine weitere Ladung Werkzeuge brauchen, um diese Knochenartefakte zu zerstören. Obwohl wir letzten Monat über ein Dutzend zerstört haben, kommen aus ganz Kristall immer mehr nach und diese Dinger sind erstaunlich widerstandsfähig. Edgar. Ja. So. Das will ich natürlich noch haben, den Beutel. Die Kohle darf auch nicht fehlen. Machen wir mal hier ein bisschen Matsch aus den Ratten. Och, naja, es sind weniger. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Ratten beschwöre? Greifen die dann auch die Ratten an? Tja, jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, was? Da haben wir das Artefakt. Knochenartefakt! Juhu! Flinker Schatten, du kannst dich schneller im Schleichmodus etwas schneller fortbewegen. Das ist natürlich geil. Bericht über die Knochenartefakte. Auszug aus einem Bericht des Büros des Oberaufsehers. Verfasst von Oberaufseher Gerard. Gerard, ja. Man fragt mich, ob wir der Bevölkerung nicht den Besitz einfacher Knochenartefakte erlauben sollten. Sicher, doch nur eine triviale Angelegenheit. Nicht mehr als ein kultureller Habitus auf den Inseln. Nicht so schlimm wie die Herstellung und Vermehrung komplexer okkulter Runen? Was für eine hinterlistige Frage. Diese albernen Unterscheidungen schwächt unsere Mission, während der Gestank des Outsiders immer stärker wird. Vielleicht stimmt, was manche sagen, dass unsere Vorfahren diese verfluchten Praktiken tolerierten in einer Zeit, bevor unser modernes Kaiserreich entstand. Um das Leben der niedrigsten Sklaven zu erleichtern, die den Weg der Zivilisation ebneten. Aber es gibt in unserem hellen Industriezeitalter keine Entscheidung für Hexerei. Ich war Zeuge vieler Ketzereiprozesse und schwörte, dass diese Augen der Verurteilten mit Dankbarkeit für ihre Befreiung leuchteten, während ihnen der reinigende Schmerz ihr Leben nahm. Ach, Scheiße, ich muss die ganze Zeit rülpsen und will das eigentlich nicht. Ja, schiebt ab! Jetzt haben die Panik vor mir, oder was? Fett. Oder auch nicht. Nein! So, das hat jetzt Mana ohne Ende gekostet, weil ich das einfach nicht gebacken bekommen habe. Aber wir haben die Rune. Das Knochenartefakt, meinte ich. Und das ist doch was. Ach, das ist noch da drunter, Scheiße. Oh, fuck. Nochmal reingeschlitzt. Kugeln. Oh, na hier, volle Kugeln. Ich schluck nochmal hier so einen Mana-Drink. Och Mann, was soll denn das? So. Nice.
Okay, das heißt, ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Den hat wahrscheinlich einer der Hainos hier. Bloß welcher hat die? Kann ich ja erstmal gucken, da ist noch ein Knochenartefakt. Uiuiui, letzte Nacht, letzte Warnung. Du fehlst uns. Vorsicht, fangen wir damit an. Vorsicht, Berthold, ich habe gesehen, wie einer unserer Brüder ein Paket in die Brieffächer werfen wollte, damit es von den anderen gefunden würde. Ich denke, dass es sich dabei um den Beweis handelt, dass deine Schwester mit Hexerei zu tun hat, worüber du mit mir gesprochen hast. Ich wollte ihn aufhalten, aber er sagte, ich müsse für ihre Verbrechen brennen, wenn ich ihre Taten deckte. Du solltest sie warnen. Versucht aus der Stadt zu fliehen, bevor sie schnappen können. Dein Freund und Bruder. Du fehlst uns. Lieber Harold, normalerweise mache ich so etwas nicht, aber ich habe einen Brief gefunden, den deine Eltern geschickt haben, als du zum ersten Mal zur Weißen Klippe gebracht wurdest. Vergiss unsere Regeln nicht, die dir die Entscheidung ersparen, dich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Wir können uns nicht länger unter denen bewegen, die wir beschützen. Wenn sie ihm wenigstens den Brief vorlesen würden, auch wenn ihre Beweggründe richtig sein mögen, wissen wir, dass er in diesem Augenblick bestimmt sehr große Angst hat und wir nicht für ihn da sein können. Herrgott. Ja. Ich habe irgendwie immer Frame-Einbrüche, wenn Fraps eine neue Datei erstellt. Das ist ein bisschen penetrant. Aber wenn ich ganze Dateien mache, ist sowieso der Ton verschoben. Lieber Sohn, du fehlst uns. Es tut uns sehr leid, dass wir gerade nicht zu dir kommen können, um dich zu holen. Wo auch immer du sein magst. Sei stark, Sohn. Wir wissen, dass du deinen Weg gehen wirst. Bitte vergiss uns nicht und versuche uns zu finden, wenn du wieder frei bist. In Liebe, Mama und Papa. Oh. Letzte Nacht. Windham, letzte Nacht war wunderbar. Ich stelle mir gerade vor, wie mich deine Arme umfassen und ich deinen Atem in meinen Nacken spüre. Ich hatte Angst um unser Leben, als uns die anderen Aufseher sahen, aber du warst einfallsreich wie immer und ich nehme die Beleidigungen und Drohungen nicht übel, da ich weiß, dass du dadurch jeglichen Verdacht über uns zerstreuen wolltest. Hoffentlich können wir uns bald wiedersehen, vielleicht in 2 Nächten, wenn du wieder Ausgangs hast, Darion. Okay. Letzte Warnung. Edmund, ich habe erfahren, dass Sie wissen, wo sich mein Allerheiligstes befindet. Wenn ich Sie erwische, wie Sie erneut bei Holgers Statue herumlungern und hoffen, auf einen meiner Gäste zu treffen oder mit Ihnen in Kontakt zu treten, werde ich Sie als Ketzer brandmarken und aus der Stadt jagen. Mit freundlichen Grüßen, Oberaufseher Campbell. Ach, sehr nett. Freundlichen Grüßen. Campbells Geheimzimmer, ja toll. Das weiß ich doch schon. Da war ich doch schon drin. Verbirgt sich hinter einer Statue von Benjamin Holger. Ach man, jetzt könnte ich an sich ja nochmal zurück. Er war krank. Sehr, sehr krank. So viel steht fest. Okay. Jetzt gilt es, die Leiche zu entsorgen, ohne seine Krankheit zu verbannen. Das ist unglaublich penetrant. Ja.